Für günstige und sichere FIFA-Coins checkt mal meine Sponsoren MMOJ und IGFold ab. Die Links und einen Rabattcode findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Mit einem Kauf über meine Links in der Beschreibung würdet ihr natürlich mich unterstützen. Ihr seid die Besten. Danke! Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum vierten Part des Karrieremodus mit dem FC Bayern. Und ihr seht es, ihr habt es völlig in der letzten Episode gesehen. Wir haben endlich das Angebot für Messi abgegeben. 160 Millionen wollen wir an Barcelona zahlen und 670.000 Gehalt pro Woche kriegt Lionel Messi von uns, wenn er akzeptiert. Ihr seht es hier unten, für die Leute, die jetzt erst dazuschalten, wir haben schon den einen oder anderen guten Spieler verkauft. Benatia haben wir abgegeben und Javi Martinez. Deswegen wollen wir heute auf jeden Fall auch den Deal mit Jonathan Tah klar machen, damit er endlich hier, damit wir einen guten Backup hier haben für Hummels und natürlich auch für Boateng und noch ein paar andere Deals. Wir haben noch geschaut, dass wir in der letzten Episode Özyakup kaufen wollten. Ihr kennt es, ihr kennt ihn vielleicht, den Türken aus dem Mittelfeld, hat richtig Potenzial, aber er ist leider erst kürzlich zu Real Madrid gegangen. Das heißt, den werden wir nicht bekommen. Ich werde aber nochmal kurz ein neues Angebot abgeben für einen neuen Spieler. Und zwar der Kollege hier, Ömir, 17 Jahre alt, zentrales Mittelfeld. Ich will auf jeden Fall noch einen Mittelfeldspieler haben. Talentierten, ihr seht es, zeigt großes Potenzial. Wir haben Özyakup nicht bekommen. Der hätte uns auch, ganz ehrlich, um die 20, 30 Millionen gekostet. Der hier ist vielleicht die relativ billige Alternative von Trabzonspor. Ja, der kostet uns vielleicht 1 bis 2 Millionen. Ich denke mal nicht, dass wir ihn für 1 Million bekommen werden. Aber wir probieren es auf jeden Fall mal. Der ist 17 Jahre, ist talentiert. Wird natürlich nicht so oft bei uns spielen. Vielleicht werden wir ihn verleihen. Vielleicht, er wird auch das ein oder andere Mal spielen. Müssen wir mal schauen, wie der sich entwickelt. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal weiter und schauen jetzt, ob wir hier Lionel Messi dann gleich klar machen können. Ich würde sagen, wir simulieren direkt und dann schauen wir mal, ob Messi sich meldet. Oh mein Gott, Lionel Messi. Ich liebe meinen aktuellen Verein, möchte dahin nicht wechseln. Aber überarbeiten Sie Angebot noch einmal. Digga, ist das denn fucking ernst? Er sagt echt, er will nicht wechseln. Aber wenn wir unser Angebot nochmal überarbeiten, dann ist er bereit, doch zu kommen. Okay, 750 ist ein bisschen zu viel, Digga. 720.000. Digga, 720.000 die Woche? Bist du völlig... Digga, das sind 2 Millionen knapp. Mehr als 2 Millionen sind das. Das sind fast 3 Millionen. 3 Millionen im Monat. Digga, das sind fucking 30, 35 Millionen im Jahr. Okay, das hier ist ein unkomplizierter Deal. Reece Oxford hat akzeptiert. Und jetzt machen wir endlich den Typen mal hier klar. Ganz ehrlich, wir brauchen den 17 Jahre alt, krank talentierter Innenverteidiger. Ich werde euch ihn jetzt mal direkt kurz zeigen. Und zwar, Philipp Lahm hat sich verletzt. Oh, wir haben relativ wenig Spieler. Ihr seht es, wir müssen noch einige Spieler dazu kaufen. Und das ist der Reece Oxford. 74 Tempo und 1,91 groß. Mit 17 Jahren, leider nur 71 Kilo. Also ist jetzt nicht... Ja, gerade die größte Kante. Vidal kommt natürlich hier noch auf die Bank für, ja, für Oxford erstmal. Also, den will ich noch verleihen. Benko auch noch. Götze können wir eigentlich auch noch verleihen. Deswegen, wir wollen ja jetzt gleich noch einige Spieler dazu kaufen. Ich hoffe mal, wir kriegen noch den einen oder anderen. So, den werden wir auch noch mal kurz neues Angebot machen. Und zwar Rashica. Wo ist der Kollege? Hier. Rechter Flügel, neues Angebot, unterbreiten. 2 Millionen wollen die nicht haben, Digga. Okay, wir machen mal, wir machen mal ein Tauschgeschäft. Und zwar, wen geben wir ab? Benko hätten wir noch zur Verfügung. Den wollen wir eh verkaufen, von daher ist eigentlich egal. Benko und 2 Millionen, komm, das sollte gehen. Okay, weiter geht es. Jetzt bin ich mal gespannt. So langsam müsste Mel, ja, was ist das denn hier? Manuel Neuer. Wir müssen ihn leider mitteilen, dass wir uns für den Verkauf von Manuel Neuer was? Bitte akzeptieren Sie eins der Angebote, dass Sie für ihn erhalten werden. Nie im Leben. Egal was der fucking Vorstand sagt. What the fuck? Ich werde Manuel Neuer nicht verkaufen. Ist das euer scheiß Ernst? Als wenn ich direkt vor der ersten Saison noch Manuel Neuer abgebe. Okay, die Scheiße ist, ich hoffe mal nicht, dass wenn wir jetzt kein Angebot, es könnte natürlich sein, dass wenn wir jetzt das Angebot nicht abnehmen. Okay, ihr seht es, meine Zeit bei diesem Verein ist abgelaufen, ich muss weiterziehen. Digga, ist das dein scheiß Ernst? Bitte lassen Sie mich gehen, er ist zwar schon 30 Jahre, aber ich würde ihn noch gerne 1 bis 2 Jahre halten. Ich werde jetzt einfach mal speichern, weil nicht, dass die mich rausschmeißen, wenn ich denen wirklich kein Angebot gebe. Nicht, dass die mich dann rausschmeißen, wenn ich das Angebot für Manuel Neuer, das gleich kommen wird, nicht annehme. Vielleicht schmeißen die mich dann raus, Digga. Das gibt es nicht, als wenn ich jetzt von Manuel Neuer verkaufe. So, hier war das Training auf jeden Fall. Ihr seht es, Donnarumma ist jetzt fast auf 79. Ey, das kann jetzt echt nicht deren Ernst sein mit Neuer. Ich kann das nicht glauben, ey. Lionel Messi. Digga, wie viel Geld will der Typ noch haben? Er übertreibt richtig, ganz ehrlich. Er übertreibt richtig. 790.000. Ja, komm, dann können wir auch auf 800.000 aufrunden. Ist dann auch egal. Digga, das ist nicht mehr normal. Das sind knapp 40 Millionen im Jahr, die der von uns bekommt. Messi übertreibt richtig. So, wir machen mal weiter. Mal schauen. Ömir. 1,7 Millionen wollen die haben. 1,7 Millionen. Das geht
In Ordnung, das können wir den bieten. 1,7 Millionen, ganz ehrlich, das geht safe, klar. So, 1,7 Millionen für Ömir. Dann hätten wir den Kollegen auf jeden Fall schon mal fürs zentrale Mittelfeld. Und der Kollege Yarashika, der sagt wieder, oh mein Gott. Komm, ey, 2,5. Mehr will ich echt nicht für den ausgeben eigentlich. Vielleicht maximal 3. Okay, es wäre mal langsam an der Zeit, dass Lionel Messi sich meldet. Trabzonspor akzeptiert. Okay, wir würden den Kollegen hier bekommen. Der will nur 6.000 in der Woche. Und Lionel Messi will 800.000, Digga. Er übertreibt richtig. Sporadischer Spieler machen wir mal. Ich denke mal, mehr können wir dem nicht zuteilen. Ihr seht es, Manuel Neuer Transferangebot. Digga, das kann nicht sein. Vor allem 60 Millionen. Alter, wir hätten viel mehr für ihn bekommen. Aber jetzt, weil er natürlich gehen will, ist er einfach viel, viel weniger wert. Nein, ich kann ihn nicht abgeben. Ich kann es nicht übers Herz bringen, Manuel Neuer abzugeben. Das geht nicht klar, ganz ehrlich. Okay, erstes Spiel gegen Werder Bremen jetzt gleich. Okay, Ömir hat akzeptiert. Den werden wir annehmen. Die 6.000 schaden jetzt auch nicht. Schauen wir direkt mal, was der Typ hier für Wert hat. Ich hoffe mal, der wird uns auch nicht enttäuschen hier, der gute Ömir. Wir müssen auf jeden Fall 66. Oh, Sprintgeschwindigkeit 84. Okay, vierstellig schwacher Fuß. Der Typ scheint gut zu sein, ich sag's euch. So, wir werden jetzt erstmal hier Kimmich auf die Rechtsverteidigerposition packen, weil Lahm hat sich ja verletzt für 3 Monate. Also er wird noch einige Zeit ausfallen. Ich denke mal, die Aufstellung ist schon so gut wie in Ordnung. Vidal kommt erstmal rein für Sanchez. Das ist die Aufstellung, mit der wir ins erste Bundesligaspiel starten werden. Oh mein Gott, Leute, guckt euch das an. Wir können Manuel Neuer nicht mal mehr ein fucking... Ich habe jetzt nochmal den Spielstand neu geladen. Wir können Manuel Neuer nicht mal mehr ein Vertragsangebot machen. Wir können jetzt nichts mehr ändern. Manuel Neuer wird verkauft werden. So eine Scheiße, Digga, das gibt es doch nicht. Okay, erstes Spiel gegen Bremen. Wir werden simulieren, ey, das gibt es doch nicht, Mann. Oh mein Gott, ich kann das nicht glauben. Der Vorstand will wirklich Manuel Neuer verkaufen, 1:0. Bayern gegen Bremen, aber ganz ehrlich. Dieser Sieg ist ja, auch wenn wir jetzt gewinnen, ist es scheißegal. Der Vorstand will einfach 2:0 Lewandowski. Ja, aber der Vorstand will einfach 2:1 Kruse. Warum will der Vorstand Manuel Neuer abgeben? Ich verstehe sowas nicht. Ich habe ihn 2-3 Mal in der... Ja, 3:1 Lewandowski. Toll, das Spiel ist durch, aber ganz ehrlich. Das ist Abfuck. Das ist richtig Abfuck. Vor allem können wir nichts daran ändern, dass wir Manuel... Beziehungsweise, dass Manuel Neuer jetzt verkauft wird. Der Vorstand wird ihn dann einfach wieder von alleine verkaufen. Wir können nichts machen, ey. So, hier nochmal das Angebot für Lionel Messi. 840.000 die Woche. Digga, der Typ wird, glaube ich, hinter 1 Million in der Woche oder so. So, Leute, wir werden jetzt... weitermachen, aber ihr werdet jetzt sehen, Manuel Neuer wird wahrscheinlich wieder verkauft werden oder doch nicht. So, wir schauen mal. Wir müssen jetzt drauf hoffen, dass der Vorstand... Ey, what the fuck? Ich hab dir gerade 850.000 geboten. Das ist doch nicht sein Ernst, dass er das nicht annimmt. Okay, 850.000. Digga, der will 1 Million die Woche, 100 pro mindestens. Okay, wir müssen jetzt einfach darauf hoffen, dass Manuel Neuer nicht vom Vorstand verkauft wird. Spieler verkauft, ihr seht es. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. 60 Millionen haben wir bekommen für Manuel Neuer. Nach Tottenham. Wir können nichts mehr dran ändern, Leute. Ich kann nichts dran ändern. Ich habe eben noch einmal versucht, den Spielstand neu zu laden. Da haben wir 49 Millionen von Tottenham bekommen. Jetzt haben wir immerhin 60 Millionen bekommen. Aber wir können nichts dran ändern, dass der Vorstand hier einfach Manuel Neuer verkauft. Ey, das ist so bitter. Aber wir können nichts dran ändern, Leute. Okay, das heißt, wir müssen jetzt einfach damit leben... und uns einen neuen Torwart holen. Wir können wirklich nichts mehr dran ändern. Wir müssen damit leben, uns einen neuen Torwart holen. Ich denke mal, da ist De Gea die beste Option. Wir können nichts mehr dran machen, Leute. Schreibt mir gerne eure Meinung jetzt in die Kommentare. Wir werden jetzt noch kurz das Training absolvieren und dann bis zum Deadline Day vorspulen. Aber wir können nichts machen. Der Vorstand hat einfach entschieden, Neuer zu verkaufen für 60 Millionen. Für einen 92er Torwart, 60 Millionen. Okay, er war schon 30. Das muss man natürlich auch beachten. Aber trotzdem, ganz ehrlich, das war richtig schlecht. Das war richtig bitter. Okay, Leute. Das heißt, ihr könnt jetzt in die Kommentare schreiben, wen wir am Deadline Day kaufen sollen. Natürlich ein Torhüter. Ich denke mal, es wird auf De Gea rauslaufen. Vielleicht ist De Gea sogar die bessere Option. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Wir wollen natürlich auch noch klar machen, dass wir hier Messi kriegen können. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob wir De Gea überhaupt für den Preis von Manuel Neuer, für 60 Millionen, ob wir da überhaupt... De Gea bekommen werden, ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen es einfach probieren. Wir wollen natürlich auch noch den Messi-Deal klar machen. Wir schauen mal kurz, was unsere Finanzen jetzt sagen. Ja, wir haben jetzt... Wie viel Geld haben wir jetzt? 230 Millionen. Oh mein Gott. 230 Millionen. Das heißt, wir werden versuchen, De Gea und natürlich Lionel Messi zu kaufen. Das ist... Ich bin geschockt, Alter. Ich bin echt geschockt. Das ist richtig bitter. Wir konnten einfach nichts machen. Der Vorstand hat sich einfach dazu entschieden, Manuel Neuer abzugeben. Okay, Leute, wir müssen jetzt damit leben.
Wir können nichts machen. Schreibt gerne eure Vorschläge für die Torhüter-Position jetzt in die Kommentare. Und dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich denke mal, wir werden dich herholen. Und dann müssen wir natürlich auch noch den Lionel Messi-Deal jetzt hier am Deadline-Day klar machen. Sonst war das echt ein bisschen bitter. Aber das kriegen wir schon hin. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Haut da rein. Lasst ein Like da. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst natürlich auch ein Abo da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ja, dann würde ich sagen, checkt meine Sponsoren aus für günstige FIFA 17 Coins. Links in der Videobeschreibung. Checkt natürlich auch den Rabattcode aus. Auch in der Videobeschreibung würde ich mich unterstützen mit einem Kauf. Danke an jeden einzelnen von euch. Und checkt gerne noch meinen Shop ab. Da gibt es dieses Shirt und noch viele weitere Sachen. Macht's gut. Bis morgen. Haut da rein. Und ciao.